Hi Leute, heute habe ich hier den Gigabyte Aorus Liquid Cooler 360. Ich danke Computerbase und Gigabyte, die mir diesen Test ermöglicht haben. Okay, gehen wir mal ans Auspacken. Ein Taschenmesser. Verpackung ist und bleibt groß. So, rubala. Da ist der Radiator. Ein holla holla. Na, komm mal raus. Okay. Das hat echt was. Das ist schon eine ganz andere Größenordnung als meine bisherigen Prozessorlüfter. Die Schläuche sind gesleeved, das ist schon mal ganz schön. Und was haben wir hier? Sieht erstmal aus wie ein Spiegel. Aber ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn es mal läuft. So, was haben wir noch drin? Okay, diverses Befestigungsmaterial für unterschiedliche Sockel und beschriftete Tütchen. AM4 und Schrauben. Hier haben wir die Lüfter. Okay. Und außenrum und haben jeweils die Anschlüsse, die sich hier finden. Ich zeige hier mal die Befestigung an AM4, da ich diesen Sockel in Verwendung habe, wie auch sehr viele, die sich aktuell ein System zusammenbauen. Erstmal außerhalb vom Rechner, um den Ablauf genauer zeigen zu können. Zwischen die Backplate und die Abstandshalter aus dem AM4-Tütchen gehört natürlich eigentlich das Mainboard mit dem Prozessor. Wenn die Abstandshalter fest sind, welche auch die Backplate sicher am Mainboard halten, kommt die Pumpen-Bildschirmeinheit drauf. Hier ist zunächst das Befestigungsmaterial für Intel-Sockel befestigt, aber dieser Rahmen ist einfach mit einem Bajonettverschluss verbunden und kann einfach gegen das beigelegte AMD-Gegenstück getauscht werden. Wenn diese Einheit auf den Abstandshaltern sitzt, werden die Rändelbuchsen aus der unbeschrifteten Tüte mit den Intel-Abstandshaltern aufgeschraubt, um die Einheit auf den Prozessor zu drücken. So, mal kurz abgekürzt, ist nicht wirklich spannend. Und swoosh. So. Die Kabel an der Einheit sind einmal die Anschlüsse für die LED-Steuerung der Lüfter, dann die Anschlüsse für die Lüfter selbst, ein Anschluss für den USB-2-Header zur Steuerung des Liquid-Coolers und letztendlich ein SATA-Anschluss zur Stromversorgung. Dann gehe ich an den praktischen Einbau. Zunächst nehme ich die Oberseite meines Gehäuses ab. Ich muss ja schließlich an die Schraubenlöcher kommen. Aber ich muss auch mein Blu-ray-Laufwerk nach unten setzen, da es sich oben mit dem Radiator beißen würde. Dann befestige ich die Backplate mit den Abstandshaltern und bringe dann den Radiator in Position. Das sind eine ganze Menge Schrauben bei einem 360 mm Radiator, daher etwas beschleunigt.
dann wird die Bildschirmpumpeneinheit angebracht. Zuerst die Abdeckung weg. Dann den Halter für den Intel-Sockel. Und nachdem ich gecheckt habe, in welcher Richtung ich die Pumpeneinheit anbringen möchte, ich habe das so gewählt, dass ich die Kabel auf kürzestem Wege hinter das Mainboard befördern kann, wird das Befestigungsmaterial für den AMD-Sockel angebracht und aufstecken und dann kommen wieder die Rändelbuchsen drauf. Dann die Kabel zum Anschließen in Position bringen, was bei mir hinter dem Mainboard bedeutet. Und danach, naja, alles anschließen und festziehen. Und das kürze ich hier mal etwas ab. Wenn alles steht, ist es Zeit für die erste Inbetriebnahme. Und klick. Und nichts von der Wasserkühlung leuchtet. Da bin ich etwas beunruhigt. Na, ah. Ah, jetzt ja. Jetzt läuft alles an. Der Bildschirm ist werkseitig darauf ausgelegt, dass die Schläuche nach rechts rausgehen. Ich kürze hier wieder etwas ab. Das Ganze hat länger gedauert, als hier zu sehen ist. Zunächst zeigt die Temperatur 0 Grad an. Klar, kann so nicht stimmen. Also Aorus Engine installieren und wenn das Programm gestartet ist, dann wird die Temperatur angezeigt und da, da war's. Dann stelle ich die Rotation des Bildschirms auf die richtige Position ein und es braucht einige Zeit, um das zu verarbeiten. Daher kürze ich das auch ganz schön ab. Und wusch. So. Da sieht das schon besser aus. Und da läuft das. Und die Temperatur wird angezeigt. Sehr schön. Sehen wir uns die Software an. Links Aorus Engine, unten auf die AIO gestellt und rechts RGB Fusion 2. In Aorus Engine werden die technischen Dinge eingestellt, wie die optisch identischen Steuerungen für Lüfter und Pumpengeschwindigkeit. Man kann voreingestellte Kurven nutzen oder unter Custom selbst welche bauen. Einfach durch Ziehen der Punkte. Also relativ gewöhnlich für eine oder relativ simpel für eine Lüftersteuerung. Okay, gehen wir zu RGB Fusion. Zunächst zeige ich mal die Modi für den Bildschirm. So, Enthusiast Mode 2. So, Fenster mal noch etwas zur Seite. Die Farben lassen sich immer individuell wählen, werden beim Moduswechsel jedoch zurückgesetzt, daher zeige ich die voreingestellten Farben. Im Function Mode kann man in Aorus Engine wählen, welche Daten man angezeigt haben möchte. Was ich persönlich sehr cool finde. Mein Problem ist dabei nur, dass die Übergänge sehr hart sind und somit nicht gerade angenehm zu beobachten. Im Custom Image Mode kann ein kleines Bitmap-Bild gewählt werden. Hier habe ich eines meiner Fotos auf 320x320 Pixel reingeladen. Eine Biene! Im Custom Text Mode kann man einen eigenen Text hinterlegen. Blubberdiblub. Und ja, ich muss noch den richtigen Modus wählen. Ja, ist klar.
So, der Unterschied zwischen Custom Text Mode 1 und 2 ist die Farbgestaltung des Ringes außenrum, ob mehrfarbig oder einfarbig. Die Farbe kann wie in allen Modi auch einfach gewechselt werden. Dann die RGB-Modi neben statisch, was nur eine Farbe ist, simpel, sehr angenehm. Na, gibt es noch andere wie Pulse und das pulsiert? Flash blitzt, was ich etwas unangenehm finde. Double Flash sind zwei Blitze hintereinander, was die Kamera nicht so einfangen konnte. Color Cycle ist so der erste Einhorn-Modus. Hier laufen nacheinander die Farben durch. Color Shift ist der zweite Modus dieser Art. Gradient ist ein Zweifarbenmodus. Rainbow Loop ist der nächste Regenbogenmodus, den ich aber aufgrund der groben Helligkeitssprünge wieder unangenehm finde. Tricolor ist der Dreifarbenmodus. Und Wave ist der letzte Regenbogenmodus. Für fast jeden Modus kann man Geschwindigkeit und Helligkeit einstellen. Und der letzte Modus Off ist aus. Was die Leistung angeht, teste ich den Aorus Liquid Cooler gegen den Werkslüfter des AMD Ryzen 5 3600X, den Wraith Spire, einen Top-Blower, und den Be Quiet Pure Rock, einen recht günstigen Tower-Lüfter. Markierungen am Boden sorgen dafür, dass ich das Gehäuse und das Mikrofon immer in eine identische Position bringen kann, um die Lautstärkeunterschiede während eines Rendervorgangs einzufangen. Gehäuselüfter sind auf 5 Volt an der unteren Grenze, um so wenig wie möglich den Prozessorkühlerklang zu überspielen. Aber jetzt bin ich erstmal ruhig.
Den Wraith Spire hatte ich eine ganze Weile in Betrieb und muss sagen, dass ich ihn als anstrengend laut empfinde. Die Temperaturen lagen beim Rendern bei über 80 Grad. Nicht katastrophal. Er hält den Prozessor sogar ohne Throttling bei 4,25 GHz, aber er ist einfach unangenehm laut. Der PureRock kühlt den Prozessor mit etwas über 70 Grad merklich besser und bleibt dabei weitaus leiser. Aber im Gegensatz zum Top-Blower wird die Luft in Richtung Chipset weniger bewegt, was dieses wärmer werden lässt. Der Liquid Cooler ist mit drei Hochdrucklüftern am Gehäuserand merklich lauter als der PureRock, kühlt den Prozessor aber wieder knapp 10 Grad weiter runter auf etwas über 60 Grad bei ähnlichen Lüfterkurven. Der Chipsatz bekommt hier ebenfalls keine Kühlung, aber die zusätzlichen Lüfter bewegen natürlich insgesamt mehr Luft im Gehäuse, was sich zumindest minimal positiv auf den Chipsatz auswirkt. Durch eine ähnlich eingestellte Kurve bei niedrigeren Temperaturen gibt es hier auch noch etwas mehr Raum nach oben, was die Kühlleistung angeht, während die Luftkühler, insbesondere der Wraith Spire, sich einigermaßen am oberen Leistungsende befanden. Zusammengefasst verbindet der Aorus Liquid Cooler damit ein cooles Design, Information und eine starke Kühlleistung. Durchaus eine sehr hohe Klasse. Das ist auch am Preis zu merken, aber hier gibt es mit den Versionen 240 und 280 auch etwas günstigere Vertreter mit denselben Features und ebenfalls hoher Kühlleistung. Na, und damit bis zum nächsten Mal. Das sollte nicht passieren! Das sollte nicht passieren!